dass du wieder da bist zu einer neuen Folge des New Spirit Podcast. Und ich möchte gleich mitten ins Thema einsteigen. Es geht in dieser Folge um Selbstzweifel. Und wenn ich sage, dass dieses Thema für uns alle ein Thema ist, dann übertreibe ich da, glaube ich, nicht. Diese Folge könnte ganz besonders wichtig für dich sein, wenn du das Gefühl hast, dass du immer, wenn du kurz vor einem Durchbruch stehst, irgendwelche Selbstsabotageprogramme aktiv werden. Diese Folge könnte für dich auch wichtig sein, wenn du das Gefühl hast, dass deine negativen Selbstgespräche dich immer wieder zurückhalten, in deine Power und Kraft zu kommen. Diese Folge könnte für dich auch extrem wichtig sein, wenn du merkst, dass gewisse Gedanken und Gefühle immer wieder einen inneren Film abspielen, der dir dann einreden möchte, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht schön genug bist, dass du nicht weit genug bist, dass du bla bla bla. Und wenn ich jetzt über dieses Thema Selbstzweifel spreche, dann mache ich das, weil ich wirklich eine Expertin darin bin. Ich bin eine Expertin darin, Selbstzweifel zu haben. Und in der Vergangenheit haben mich diese Selbstzweifel komplett blockiert. Viele, viele Jahre lang hatte ich das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht hübsch genug bin, dass Menschen von mir eh nichts hören wollen, dass ich nicht gebildet genug bin, dass ich nicht weit genug bin und bla bla bla. Und ich habe gemerkt, dass ich alles, was um mich herum passiert ist, so interpretiert habe. Also egal, ob das ein Rückschlag war, ein Fehler war oder ob ich verlassen wurde, was auch immer. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich der Fehler in diesem System bin. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche. Vielleicht geht es dir ähnlich oder ging es dir ähnlich oder du kennst Menschen in deinem Umfeld, die immer wieder dieses Thema haben. In dieser Folge möchte ich dir Strategien an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, dass diese Selbstzweifel dich nicht mehr blockieren. Ich muss aber auch hier gleich zu Beginn sagen, dass wir es nie schaffen werden, Selbstzweifel komplett aus unserem System zu löschen. Niemals. Auch wenn ich jetzt heute vor dir stehe und du das Gefühl hast, wow, die Frau hat Selbstvertrauen und so weiter, ich habe immer noch eine Tonne voll Selbstzweifel. Der Unterschied zu früher ist einfach, dass diese Selbstzweifel mich nicht mehr zurückhalten. Das heißt, da gibt es diesen Film, da gibt es diese inneren Gespräche, die da irgendwo ablaufen in meinem Bewusstsein, aber die haben keine Kraft mehr über mich. Und das war definitiv Trainingssache, aber zu den Strategien komme ich gegen Ende dieser Folge. Lass uns mal kurz anschauen, woher Selbstzweifel eigentlich kommen. Und ich möchte hier gerne zwei Arten von Selbstzweifeln unterscheiden. Die erste Art entsteht in der Vergangenheit, in unserer Kindheitsphase, im Laufe unseres Lebens. Und immer wenn wir etwas falsch gemacht haben, immer wenn wir Fehler gemacht haben, immer wenn es Rückschläge gab, haben wir die so interpretiert, dass wir der Fehler sind. Und ich möchte dazu ein Beispiel geben. Wenn du von deinem Partner betrogen wurdest, wenn du verlassen wurdest, dann ist der erste Gedanke, den viele Menschen haben, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht attraktiv genug, ich konnte die Bedürfnisse meines Partners nicht befriedigen, deswegen hat er sich eine andere und neue gesucht. Das heißt, wir beziehen das gesamte Thema, diesen Rückschlag, diesen Verlust dieses Menschen, beziehen wir 100% auf uns. Wir nehmen es persönlich und wir sagen, es war wegen mir und ich bin dieser Fehler. Wenn wir dieses traumatische Erlebnis, das natürlich auch emotional Abdrücke hinterlässt, wenn wir dieses Erlebnis für uns nicht neutralisieren, wenn wir daraus nicht lernen, wenn uns niemand sagt und zeigt, dass hinter diesem Rückschlag auch eine Chance verborgen liegt, kann es sein, dass unsere Selbstgespräche, diese negativen Selbstgespräche, dadurch unterstützt werden. Egal wie lange das zurückliegt, ob 10, 20 Jahre, da ist ein Teil in uns, der immer noch verletzt ist von damals. Und dieser Teil spricht zu uns in Form von negativen Selbstgesprächen und in Form von Selbstzweifeln. Selbstzweifel sind für mich immer auch eine Angst, nicht gut genug zu sein. Dahinter schlummert aber auch eine Angst davor, gut genug zu sein. Denn wir wissen, dass wenn wir in unserem Selbstvertrauen sind, in unserer Sicherheit sind, in unserer Kraft sind, dann müssen wir mit dieser Kraft irgendetwas anstellen. Und vielleicht haben wir genau vor dieser Kraft Angst. Wir haben Angst vor dieser Verantwortung.
Selbstzweifel sind für mich ganz, ganz intensiv verbunden mit Ängsten. Und dazu werde ich dir auch gleich eine Strategie geben. Bevor ich das mache, lass uns weitergehen zu Punkt Nummer 2, beziehungsweise der zweiten Art von Selbstzweifeln. Diese entstehen in der Gegenwärtigkeit, diese entstehen im Laufe unseres Lebens, in Lebenssituationen, diese entstehen tagtäglich. Und da kann es verschiedene Trigger im Außen geben. Fakt ist aber, dass unser Geist auf gewisse Dinge im Außen reagiert und uns zeigt und sagt, hey, guck mal, da gibt es Leute, die sind besser wie du. Und zack, haben wir wieder diese negativen Selbstgespräche da. Das heißt, es kann sein, dass deine Selbstzweifel, die im Moment aktiv sind, aus vergangenen traumatischen Erlebnissen abstammen. Es kann aber auch sein, dass du gegenwärtig Tag für Tag diese Selbstzweifel nährst, weil du deinen Fokus auf das Falsche gerichtet hast. Was ich ganz häufig erlebe bei den Menschen, die zu mir in die Seminare kommen und früher auch in den Sitzungen, dass es immer eine Kombination aus beidem ist. Wir wurden alle in der Vergangenheit auf irgendeine Art und Weise verletzt. Wir haben alle Fehler gemacht und niemand hat uns gesagt, dass das okay ist. Aufgrund dessen haben wir heute das Gefühl, dass wir nicht genug sind, dass wir ein Defizit haben, dass wir der Fehler sind. Und das führt dann dazu, dass wir alle Umstände, Situationen, die im Alltag passieren, immer auf uns beziehen und persönlich nehmen. So, lass uns mal anschauen, was das im Außen triggern kann. Das heißt, was passiert im Außen, dass es in uns dieses Gefühl triggert, ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser, ich schaffe das nicht, diese negativen Selbstgespräche, diese Selbstzweifel. Was kann im Außen passieren, dass das aktiviert? Und da möchte ich verschiedene Punkte mit dir durchgehen. Der erste Punkt könnte sein, dass du Rückschläge erleidest. Sagen wir mal, du hast irgendein Ziel, du möchtest irgendeine Vision von dir erreichen, du hattest eine Idee und du tust alles dafür, du machst alles dafür, du versuchst jeden Tag einen Schritt näher an dieses Ziel zu kommen, aber dieses Ziel stellt sich nicht ein oder es stellt sich sogar heraus, dass du je näher du an dieses Ziel kommst, das Ziel sich immer weiter entfernt. Und viele Menschen beginnen dann mit den negativen Selbstgesprächen. Das heißt, sie sagen, ja, ich habe das eigentlich gar nicht verdient, andere schaffen das, ich bin zu dumm, ich bin zu blöd, ich hatte nicht die richtigen Eltern, ich hatte nie Liebe in meinem Elternhaus, ich bin einfach nicht gut genug für dieses Ziel. Gewisse Rückschläge können diese Selbstzweifel triggern. Der nächste Punkt sind andere Menschen. Das heißt Menschen in unserem Umfeld, die uns nicht wachsen sehen wollen, die uns niedermachen, können unsere Selbstzweifel auch triggern. Es kann sogar so weit gehen, dass diese Menschen dir das sagen und sagen, hey, weißt du, du bist einfach nicht der Intelligenteste, deswegen schaffst du es nicht. Ich sage nicht, dass diese Menschen daran schuld sind, dass du deine Selbstzweifel hast, aber sie können es triggern. Es kann auch sein, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die eigentlich nichts sagen, aber ganz subtil auf einer energetischen Ebene schwingt dieses Misstrauen und auch dieses innere Gefühl, naja, die wird es eh nie schaffen, die kann das gar nicht schaffen. Es gibt Menschen, die lieben dich so lange, wie du nicht wächst, wie du dich nicht weiterentwickelst und die wollen dich in dieser alten Realität festhalten. Also Menschen in deinem Umfeld können auch ein Trigger sein. Der dritte Punkt ist Langeweile. Wenn du nichts Sinnvolles in deinem Leben tust, wenn du das Gefühl hast, dass du keine Bedeutung in deinem Leben hast, wenn dir langweilig ist, kann es passieren, dass deine Selbstzweifel getriggert werden. Du musst dir vorstellen, dass dein Geist immer eine Beschäftigung braucht. Und wenn du kein Fokustraining machst, kann es sein, dass dein Geist sich mit Dingen beschäftigt, die nicht da sind. Das heißt mit Defiziten, mit Fehlern. Und wir wissen, dass unser Gehirn nicht darauf programmiert ist, uns glücklich zu machen. Unser Gehirn ist dafür da, uns zum Überleben zu zwingen. So, und wenn einfach nichts Spannendes in deinem Leben passiert, dann beschäftigen wir uns mit Fehlern, mit Dingen, die nicht gut sind. Langeweile ist einer der wichtigsten Gründe, wieso viele Menschen negative Selbstgespräche haben.
Der nächste Punkt, da geht es ein bisschen um dein Körperbewusstsein und auch um deine Ernährung. Denn ich habe im Laufe meines Lebens und im Laufe auch meiner Arbeit als spiritueller Coach festgestellt, dass Menschen, die übersäuert sind, das heißt, wo der Säure-Basenhaushalt im Körper nicht stimmig ist, dass die eher dazu tendieren, toxische Gedanken zu haben. Sie tendieren eher dazu, diese negativen Selbstgespräche zu führen. Ist ein super spannender Zusammenhang. Das heißt, wenn du es schaffen könntest, deinen Körper mehr basisch zu gestalten, das heißt, darauf achtest, basische Lebensmittel zu dir zu nehmen und die säurehaltigen Nahrungsmittel reduzierst, dann wird es dir auch viel, viel einfacher fallen, diese positiven Selbstgespräche zu führen. Denn ein saures Milieu in deinem System triggert Negativität. Es triggert auch toxische Gefühle und Gefühle und Gedanken hängen für mich in meinem Universum immer ganz, ganz eng zusammen. So, dann gibt es auch noch folgenden Trigger, dass es Menschen um dich herum gibt, die nicht wachsen. Menschen, die sogar Wachstum verurteilen. Menschen, die extrem stagnieren. Es kann sein, dass wenn du nur solche Menschen um dich herum hast, dass du dir denkst, dass das die einzige Form von Realität ist. Versuch dich zu inspirieren. Versuch dich inspirieren zu lassen von Menschen, die gewisse Dinge schon erreicht haben, die du vielleicht nicht erreicht hast. Ein Punkt ist ein bisschen unbequem, aber den möchte ich hier unbedingt noch ansprechen. Neid und Missgunst zerstört deine komplette kreative und positive Energie. Immer wenn du jemanden etwas nicht gönnst oder sogar negative Gedanken aussprichst oder die Leistung, die Performance, das Sein von anderen Menschen schlecht machst, hat das wiederum einen Effekt darauf, dass du dir einredest, dass für uns Menschen eine höhere, bessere Leistung gar nicht möglich ist. Wenn du den Wachstum für andere Menschen nicht erlaubst, dann ist es so, dass du auch zu dir selber sagst, ich darf nicht wachsen. Denn wenn ich wachse, wenn ich mich weiterentwickle, dann bin ich genauso schlecht wie diese Menschen, die schon gewisse Dinge erreicht haben. Also versuch da bitte auch deinen Fokus zu ändern. Und schau die Menschen nicht an und frag sie, wo sind ihre Fehler, sondern guck dir Menschen an und schau, was du von ihnen lernen kannst. Schau, worin sie dich inspirieren können. Denn ich weiß, dass jeder Mensch einen goldenen Funken in sich trägt. Und wenn wir uns auf diesen goldenen Funken in anderen fokussieren, dann fällt es uns auch viel, viel leichter, diesen goldenen Funken in uns selbst zu sehen. So, jetzt fragst du dich vielleicht, Baha, was ist die Lösung? Was kann ich jetzt ganz effektiv tun? Welche Tools kann ich ganz effektiv in meinen Alltag integrieren? Und vielleicht hast du schon gemerkt, ich spicke immer wieder mal hier auf meinen Zettel, der da unten hängt. Denn ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich ja kein Detail vergesse. Und es gibt ein paar Strategien, die ich dir jetzt mit an die Hand geben möchte. Die erste Strategie stammt von Kurt Tepperwein, einer der wichtigsten Lehrer für mich von Anfang an gewesen. Ein super cooler Typ. Also das ist etwas, was du dir definitiv mal anschauen könntest. Kurt Tepperwein, schon Ewigkeiten im Geschäft. Und er hat so diese Strategie, dass immer, wenn irgendetwas passiert, was ihn stresst oder irgendetwas passiert, was ihn überfordert oder irgendetwas im Außen passiert, was so ein Rückschlag ist oder ein Fehler ist, dann sagt er innerlich oder laut, wo ist es denn? So, jetzt fragst du dich vielleicht, wo ist es denn? Wo ist es denn bedeutet, wo ist denn das Wunder? Wo ist denn das Positive? Also so könnte man das noch weiter formulieren. Das heißt, ab diesem heutigen Tag, wenn Dinge nicht so laufen, wie du es haben möchtest, sagst du, wo ist es denn? Wo ist es denn? Das heißt, du gehst auf die Suche und es ist wirklich ein Spiel und dadurch kommen wir auch in diese kindliche Leichtigkeit, denn die Fehler, die Rückschläge, die in deinem Leben passieren, sind deine größten und wichtigsten Meister. Das ist dein Fundament, wo du Ideen erschaffen kannst, wo du in dem, was du tust, immer besser wirst. Das heißt, ab diesem heutigen Tag, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie du es haben möchtest, fragst du dich, wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Und zwar so lange, bis du herausfindest, was das Geschenk dahinter ist.
Richtig cool. Dann der nächste Punkt geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar jedes Mal, wenn du merkst, dass da irgendetwas im Außen passiert, vielleicht sind das Situationen, vielleicht sind das Menschen, die deine Selbstzweifel triggern, sagst du innerlich oder laut, kein Kommentar. Kein Kommentar. Auch wenn du das Gefühl hast, du siehst jemanden, der in deinen Augen schon weiter ist, schöner ist, was weiß ich was ist, und du bist kurz davor, diese Vergleiche zu ziehen zwischen dir und dieser Person, sagst du einfach kein Kommentar. Das ist ein Kommando an dich selbst. Und du stoppst dadurch die negativen Selbstgespräche, die dadurch aktiviert werden könnten. So, die dritte Strategie, die stammt von Jeffrey Kastenmiller. Ich bin mir sicher, du kennst ihn. Falls nicht, einfach mal vielleicht googeln oder auf Facebook auf die Fanpage gehen. Wir arbeiten zusammen, wir sind zusammen und er hat diese Strategie extrem ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal. Denn seine größte Angst war immer, vor Menschen zu sprechen. Und was er heute macht, ist vor Menschen sprechen. Und als ich mich mit ihm unterhalten habe, was ich denn in dieser Podcast-Folge an wichtigen Inhalten weitergeben kann, hat er gesagt, das ist die wichtigste Strategie. Wenn deine Selbstzweifel da sind, wenn da eine Stimme in deinem Kopf da ist, die sagt, du kannst es nicht, dann geh durchs Feuer. Tu es trotzdem. Stell dich dieser Angst. Stell dich diesen Selbstzweifeln. Mach es einfach. Und genau das hat er damals gemacht. Ich habe ihm auch ein bisschen einen Arschtritt gegeben, muss ich auch zugeben. Ich habe ihm einfach ein Seminar ausgeschrieben und dann stand er auf der Bühne und er hatte es zu tun. Und du wirst merken, wenn du durchs Feuer gehst, es aktivieren sich in dir Ressourcen, an die hättest du niemals gedacht und du weißt, du kannst es schaffen. Also einfach wirklich auf diese Angst zugehen. Dazu möchte ich dir noch ein weiteres Beispiel geben. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Nähe. So, wenn das auch für dich so ist, dann könntest du eben dieser Strategie folgend einfach auf irgendwelche wildfremden Menschen zugehen und sie umarmen. Frag bitte vorher, ob das für sie okay ist, aber umarm sie. Das heißt, geh durchs Feuer, tu das, wovor du am meisten Respekt und Angst hast. Nächste Strategie, auf das bin ich schon ein bisschen eingegangen, sorgt dafür, dass dein Säure-Basenhaushalt ausgeglichen ist. Es gibt viele Nahrungsmittel, die unseren Basenhaushalt unterstützen. Es gibt Nahrungsmittel, die die Säure in unserem Körper steigern. Und ich bin ein riesengroßer Fan von allem, was grün ist. Also ich stopfe mir das Zeug nur so rein. Und ich liebe Weizengrassaft oder Gerstengrassaft, grüne Smoothies. Sind mit Sicherheit auch eine tolle Idee. Aber dazu gibt es ganz, ganz viel Infomaterial, auch im Internet, also super gute Bücher. Vielleicht magst du da ein bisschen recherchieren. Einfach wirklich darauf achten, dass du Lebensmittel, die sauer sind, ein bisschen reduzierst. Und dazu gehört definitiv Fleisch, dazu gehört Weizen, dazu gehören Milchprodukte, dazu gehört auch der Kaffee. Also geh da mal ein bisschen auf die Suche, denn wir wissen, wenn dein Körper basisch ist, dann fällt es dir viel, viel einfacher, erhebende Gedanken zu haben und nicht diese Gedanken, die dich immer wieder runterdrücken. So, wenn deine Selbstzweifel aus der Vergangenheit stammen, vielleicht auch aus traumatischen Erlebnissen, dann ist es wichtig, dass man sich diese Erlebnisse anguckt. Diese Strategie ist eine Strategie, die du bitte mit Unterstützung machen solltest. Wir bieten dazu verschiedene Programme an und ein Seminar, das wirklich unser absoluter Bestseller ist, ist das Seminar Herzenswände löschen mit Jeffrey Kastenmüller. Am 15. und 16. Juli in Basel findet das nächste Seminar statt und das ist genau das Richtige für dich, wenn du das Gefühl hast, dass zwischen dir und deiner Selbstliebe eine Wand besteht. Es ist egal, was du tust, du kommst immer wieder an diese Wand, du prallst gegen diese Wand und du stehst dir selber im Weg. Jeffrey wird dich durch gewisse Prozesse begleiten, wo du wirklich auch deinen Ängsten, deinen Selbstzweifeln, all diesen negativen Aspekten in dir begegnest und damit Frieden schließt. Langfristig gesehen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also vielleicht sieht man sich dort beim Seminar Herzenswände löschen mit Jeffrey Kastenmüller. Alle Informationen dazu findest du auf www.bahayelmas.com.
Die nächste Strategie, die ich dir an die Hand geben möchte, um die Energie deiner Selbstzweifel zu deaktivieren, ist Tapping oder auch die EFT-Technik genannt. Ich bin ein riesengroßer Fan von dieser Technik und dabei geht es darum, dass wir gewisse Punkte an unserem Körper abklopfen und so den Energiefluss in den Meridianen in unserem System triggern. Denn es kann sein, dass diese Negativschlaufe in deinem Bewusstsein dazu führt, dass es zu einem energetischen Stau in deinem System kommt. Und die Emotionen können, indem wir da ganz sanft klopfen an diesen Punkten, können gelöst werden und wieder in den Fluss kommen. So fällt es dir viel, viel einfacher, deinen Fokus wieder auf das zu richten, was du hast, was du gut kannst, deinen Fokus auf das Positive zu richten. Ich möchte mit dir heute drei Punkte durchgehen. Der erste Punkt ist der Punkt der Unsicherheit und er befindet sich etwas oberhalb deiner Augenbrauen in der Mitte von deiner Stirn. Und wenn du möchtest, kannst du den jetzt auch gleich schon ein bisschen klopfen, wenn das geht. Und du klopfst hier in deinem eigenen Tempo, nicht zu fest, einfach gucken, dass es sich für dich angenehm anfühlt. Und während du weiter klopfst, könntest du Sätze sprechen wie: Ich liebe und akzeptiere mich mit meiner Unsicherheit und ich liebe und akzeptiere mich ohne meine Unsicherheit und ich entscheide mich dazu, alle Unsicherheit jetzt loszulassen. So, das ist immer eine ganz coole Sache, wenn man dazu positive Sätze spricht, aber du könntest die auch komplett weglassen, was absolut okay wäre. So, die nächsten Punkte befinden sich auf deinem Brustbein. Ich muss da ein bisschen aufpassen wegen meinem Mikrofon. Das heißt, du klopfst hier auf deinem Brustbein und guckst mal, wo es gewisse Stellen gibt, wo du das Gefühl hast, da gibt es so einen leichten Schmerzimpuls. Und an diesen Stellen kannst du etwas länger bleiben. Auch hier Tempo, Geschwindigkeit, Stärke, wie du klopfst, ist ganz dir überlassen. Und auch hier könntest du Dinge sprechen. Das sind die Angstpunkte. Du könntest folgende Suggestionen sagen zu dir selbst, am besten laut: Ich liebe und akzeptiere mich mit meiner Angst und ich liebe und akzeptiere mich ohne meine Angst. Ich erlaube es mir jetzt, jede Angst loszulassen. So, der nächste Punkt ist der Punkt des verminderten Selbstwertgefühls. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Selbstzweifel. Dieser Punkt befindet sich unterhalb der linken Achsel. Bei uns Frauen ist es sehr einfach zu finden, und zwar ungefähr dort, wo der BH-Bügel da durchgeht. Und genau dort klopfst du am besten mit mehreren Fingern. Und auch während du hier klopfst, könntest du Suggestionen sprechen. Positive Sätze wie: Ich liebe und akzeptiere mich mit meinem verminderten Selbstwertgefühl und ich liebe und akzeptiere mich ohne mein vermindertes Selbstwertgefühl. Ich entscheide mich jetzt dazu, in mein Selbstvertrauen zu gehen. So, diese drei Punkte, das heißt einmal oben in der Mitte deiner Stirn, dann auf deinem Brustbein und unterhalb der linken Achsel an der Seite von deinem Körper. Diese Punkte sind so das Allround-Paket bzw. die Nothilfe, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz negativ wird in deinen Selbstgesprächen und du da festhängst. Einfach diesen Film unterbrechen, deinen energetischen und emotionalen Zustand innerhalb kürzester Zeit verändern. In meinem Buch Aura Coaching und auch Empower Yourself gibt es noch viele weitere Strategien, wie du mit diesen negativen Selbstgesprächen umgehen könntest. Aber ich denke, du bist jetzt erstmal richtig gut versorgt. Bevor ich diese Folge abschließe, möchte ich dir das beste Mittel gegen Selbstgespräche, Selbstzweifel, die negativ sind, möchte ich dir noch geben. Und zwar das beste Mittel ist machen. Einfach tun. Nicht darauf warten, dass du irgendwann so stark in deinem Selbstvertrauen bist, so selbstsicher bist, diese Dinge zu tun, von denen du träumst, sondern einfach machen. Machen ist das beste Mittel gegen Selbstzweifel. Und diese Botschaft, die kommt wirklich aus den Tiefen meines Herzens. Denn ich würde heute nicht dort stehen, wo ich stehe, wenn ich nicht auf diese Angst losgerannt wäre. Und du kannst dir nicht vorstellen, was ich für ein Wrack war. Ich hatte so viele Selbstzweifel, so viele negative Gedanken immer wieder in meinem Kopf. Und das, was mir wirklich langfristig geholfen hatte, war einfach machen. Und ich habe dann nämlich immer festgestellt, wenn ich ins Tun komme, wenn ich kreativ werde, wenn ich mache, sind auf einmal keine Selbstzweifel mehr. Immer wenn ich mich zurücknehme, zurückhalte, da kamen diese Selbstzweifel. Sie wurden immer lauter. Das beste Mittel gegen Selbstzweifel ist machen.
Also, das heißt, jetzt diesen Podcast ausschalten, weil er ist eh zu Ende, und wirklich ins Tun gehen. Du musst nicht von heute auf morgen alles verändern und die gesamte Welt retten. Es reicht, wenn du einfach einen kleinen Schritt gehst hin zu dieser neuen Realität, wo du zu einem funkelnden Stern wirst. Für dich und für die Menschen um dich herum und letzten Endes auch für diese Erde. Ich glaube daran, dass in dir alles da ist, was du brauchst, um deine Träume zu verwirklichen. Also lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Danke, dass du da warst. Ich freue mich riesig auf nächste Woche hier beim New Spirit Podcast mit einer super spannenden Folge. Und ja, ich freue mich. Bis bald. Ciao.